Hey, willkommen zurück am Donnerstag auf dem Channel. Schön, dass du wieder da bist. Bevor wir jetzt gleich ins Video durchstarten, wo es darum geht, was sind Shit-Tests, gibt es Shit-Tests überhaupt und wie gehst du am besten damit um, würde ich dir empfehlen, dich für mein gratis Online-Coaching einzutragen, wenn dir der Inhalt hier auf dem Channel gefällt. Das kannst du einfach am ersten Link in der Beschreibung machen, da kannst du einfach mal klicken oder oben in der Infobox. Du hast auch nochmal die Chance, dich am Ende des Videos einzutragen. Im gratis Online-Coaching erfährst du Dinge, die du hier nicht auf YouTube oder im Podcast erfährst. Also nochmal exklusive Tipps, Geheimnisse, die du nicht hier erfährst und deswegen kostenlos für dich. Ich würde mich an der Stelle einfach mal eintragen, mal reinschauen und dann sehen wir uns vielleicht bald im Online-Coaching. Also, Thema Shit-Test ist diese Woche, dieser Tag ist unser Thema. Also für alle die da draußen, die jetzt vielleicht mit dem Begriff nichts anfangen können, in der Pickup-Community, in der Flirt-Community, die bedeutet Shit-Test so viel wie eine Frau testet dich und wenn du diese Tests bestehst, dann steigt ihre Anziehung und wenn du diese Tests nicht bestehst, dann sinkt ihre Anziehung. Und also einfach mal ein Beispiel für Leute, die sich das vielleicht nicht vorstellen können. Zum Beispiel die Frau fordert dich heraus und sagt zu dir, sprichst du öfter Frauen auf der Straße an? Und wenn du dich dann zum Beispiel rechtfertigst und sagst, nein, nein, das mache ich nicht, nein, obwohl du es eigentlich machst, dann verlierst du sozusagen an Anziehung. Und wenn du dazu stehst und sagst, ja, klar, das mache ich, oder wenn du sagst, nein, du bist nur die 500. heute, dann hast du den Shit-Test sozusagen bestanden. Also der Shit-Test ist in diesem Fall immer eine Herausforderung und es geht darum, verbiegst du dich für die Frau oder stehst du für dich selbst ein? Und ich will gar nicht darüber diskutieren, ob es Shit-Tests gibt oder nicht, aber ich will euch einfach mal so ein bisschen erklären, wie ihr optimalerweise mit solchen Sachen umgehen könnt. Ich würde es wie gesagt nicht Shit-Tests nennen, es ist einfach, Frauen leben in einer sehr emotionalen Welt, in einer Welt der Affekte, wo einfach viele Reaktionen ineinander kommen. Einmal ist sie in diesem emotionalen Zustand, dann fühlt sie sich so und dann fühlt sie sich so. Und sehr weibliche Frauen zeichnet es aus, dass sie auch sehr auf ihre Gefühle hören. Sie gehen sehr auf ihre Gefühle ein und schauen, hey, wie fühle ich mich dabei? Ist das richtig? Ist das vielleicht falsch? Also sie überprüfen oft ihre Gefühle und anhand dieser Gefühle machen sie dann Entscheidungen fest. Und da kann es halt passieren, dass eine Frau im Laufe des Tages ganz viele verschiedene Gefühle hat, ja, auf einer riesengroßen Gefühlspalette. Und dann kann es auch sein, dass sie manchmal einfach verwirrt ist, weil sie nicht genau weiß, hey, was ist denn die richtige Entscheidung? Weil sie halt nicht logisch entscheidet, sondern eher emotional. Und dann kann es auch sein, dass Frauen dir Dinge sagen wie, und ich höre das immer wieder von Teilnehmern, die sagen dir einfach Dinge wie, ah, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das das Richtige ist, ich weiß gerade nicht, ob wir das machen sollten oder ich weiß überhaupt nicht, ob ich das hier will, bla bla bla. Und viele Männer denken dann immer, oh, das ist ein Shit-Test, den ich jetzt unbedingt bestehen muss, aber so ist es eigentlich gar nicht. Im Grunde ist es einfach nur die Frau, die emotional gerade irgendwie verwirrt ist und alles, was du tun musst an dieser Stelle, alles, was du tun musst, wenn die Frau verwirrt sein sollte, ja, wenn die Frau sagt, oh, ich bin mir nicht sicher, ob das das Richtige ist oder sowas in der Art, was ich oft höre von Teilnehmern, ist, dass du einfach entspannt bleibst. Du kannst einfach entspannt bleiben, denn das ist nur die Emotion in diesem Moment, ja. Quatsch gerne mit ihr darüber, frag sie, ey, warum hast du das Gefühl, dass das nicht richtig ist, dann lass sie ein bisschen ausreden. Versuch nicht, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Also du musst die Frau nicht logisch vom Gegenteil überzeugen. In ihrer Emotion ist es gerade die Wahrheit. Sie weiß nicht, ob es richtig ist. Das ist ihre Emotion, das fühlt sie gerade. Aber wenn du einfach da bist und mit deiner abgedrehtes Wort männlichen Präsenz einfach mit deiner Aufmerksamkeit bei ihr bleibst, ihr zuhörst, sie einfach ihre Emotion ausleben lässt, dann wird sich ihre Emotion wahrscheinlich in ein paar Minuten bereits verändert haben und sie denkt sich, okay, jetzt fühlt sich das doch richtig an für mich. Das heißt, alles, was du tun musst, wenn deine Frau reden will, ist, dass du zuhörst. Und wenn du zuhörst, dann braucht es die Frau nicht, dass du ihr logische Vorschläge machst. Also du musst dir dann keine Handlungspläne erschaffen, wie von wegen, hey, so löst du das Problem und so löst du das Problem. Das wäre eher, so würden eher wir Männer daran gehen. Ja, wenn du auf einen Freund zugehst und er fragt dich, hey, kannst du mir mal helfen, kannst du mir zuhören? Und er erzählt dir irgendwas, dann sagst du ihm wahrscheinlich, hey, das könntest du machen, um das Problem zu lösen, oder das könntest du machen. Bei Frauen ist das aber nicht notwendig. Da kannst du einfach wirklich zuhören, lass sie ihre Emotionen einmal durchspielen und dann hat sich ihre Emotion wahrscheinlich auch bereits verändert. Also so gehst du mit Shit-Tests um, mit Tests der Frauen, wenn die Frau zum Beispiel sich unsicher ist oder wenn die Frau Dinge zu dir sagt wie, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das das Richtige ist hier. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich dich eigentlich treffen sollte. Ich weiß nicht, ob wir Sex haben sollten. Dann sagst du ihr, hey, kein Problem, ganz entspannt, lehn dich zurück, geh
zwei Schritte zurück. Also wenn du gerade versucht hast, mit ihr zu schlafen und sie hat gesagt, sie weiß nicht, ob das das Richtige ist, dann sag einfach, hey, kein Problem, nimm sie wieder in den Arm, lass sie sich ein bisschen an dich rankuscheln und probier es einfach später nochmal. Also du musst dir gar keinen Stress machen. Ja, weil viele Männer denken sich dann, oh nein, was soll das, jetzt wird das nicht funktionieren, jetzt muss ich sie logisch davon überzeugen und dann fangen die an zu diskutieren. So von wegen, hey, aber das ist doch voll schön bei uns, merkst du das denn nicht? Überleg mal, bei den anderen Männern ist es doch gar nicht so schön, bei mir ist es doch viel schöner und sowas ist immer schlecht. Ja, wenn deine Frau sich unsicher ist, dann sag einfach, hey, alles cool, nimm sie in den Arm, sei einfach da, hör einfach ein bisschen zu von dem, was sie da sagt, nimm einfach ihre Unsicherheit so ein bisschen auf und lass dich davon aber nicht selbst verunsichern. Ja, das ist immer der Kern von diesen Testsachen, lass dich davon nicht selbst verunsichern. Gleiches gilt, wenn die Frau dich Dinge fragt, ja, wenn die Frau dich zum Beispiel fragt, machst du das öfter, sprichst du öfter Frauen auf der Straße an, ja, dann ist das auch nicht unbedingt ein Shit-Test, dann ist es einfach, sie ist sich einfach irgendwie nicht sicher mit der Situation und dann geht es einfach nur darum, dass du entspannt und locker bleibst und ja, solche Antworten wie, ja, ich mache das öfter oder du bist die 30. heute und dabei grinsen, das sind Antworten, die sind okay, weil sie einfach zeigen, hey, ich bin entspannt mit der Situation. Es geht also immer darum, bei diesen Tests entspannt mit der Situation zu bleiben und nicht anzufangen rumzudiskutieren. Ja, wenn sie dich fragt, hey, machst du sowas öfter, dann musst du nicht anfangen, dich zu rechtfertigen und sagen, ja, mache ich, weil das ist voll toll und viele Frauen finden das irgendwie komisch, aber ich finde das deswegen toll und da bla 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 bla. Dann musst du dir gar nicht deine Lebensvision erklären in dem Moment, sondern du kannst einfach sagen, ja, ich mache das öfter und dann einfach das Thema wechseln oder sagen, ja, du bist heute schon die 30., die ich anspreche, da mal ein bisschen lächeln und dann hat sich die Sache im Grunde auch schon erledigt. Das heißt, immer wenn Tests kommen von der Frau, wenn die Frau dich so ein bisschen herausfordert, wenn die Frau unsicher ist, dann sei einfach da, sei entspannt, hör ihr zu, wenn sie verunsichert ist und frag sie, was ist denn los, aber mach keine Lösungsvorschläge, sondern hör einfach zu und lass sie einmal durch diese Emotionen gehen und dann ist es auch wieder in Ordnung. Das ist ungefähr so, als würdest du im Meer schwimmen und dann kommt eine riesige Welle und du fängst nicht an, mit dieser Welle zu diskutieren, sondern du lässt dich einfach mittreiben von der Welle und dann bist du am Strand und das Ganze ist vorbei. Ungefähr so läuft es auch mit Frauen und deren emotionalen Zuständen. Und also einfach da sein, einfach aufmerksam sein, einfach zuhören und dann ist das eigentlich meistens geregelt. Und wenn die Frau dich zum Beispiel herausfordern sollte, was auch viele Leute immer als Shit-Test ansehen, dann bleib einfach entspannt, bleib locker, gib nicht unbedingt eine direkte Antwort. Aber das Wichtigste ist halt immer, dass du nicht dich rechtfertigst oder anfängst, logisch rumzudiskutieren. Denn das ist einfach nicht besonders hilfreich. Also wenn du mit der Frau auf die emotionale Ebene kommen kannst, dann ist das super. Bleib einfach entspannt, wenn eine Frau sagt, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, dann frage ich sie auch manchmal einfach, ja, ich kann auch gehen, ist kein Problem, weil es wirklich kein Problem ist, ich kann auch wirklich gehen, so, ich kann da draußen auch neue Frauen kennenlernen, das dauert nicht so lange, es ist kein Problem, einfach auch zu gehen, dann kann sie sich Gedanken darüber machen, auch wenn eine Frau sagt, dass sie sich nicht sicher ist, viele Männer fangen dann an, ihr mehr zu schreiben und sie ständig anzurufen, wenn eine Frau mir sagt, sie ist sich nicht sicher, dann sage ich ihr, hey, alles gut, kann ich voll nachvollziehen. Weil ich es auch kenne, ich habe auch schon mal Momente gehabt, in denen ich mir wegen was nicht sicher war. So. Und dann sage ich, ja, ist kein Problem. Und dann lasse ich sie in Ruhe. Ich schreibe ihr auch dann nicht, ich kümmere mich dann um andere Dinge. Und wenn sie Lust hat, mich zu sehen, wird sie schon auf mich zukommen. Wenn nicht, dann nicht. Was soll ich mich da stressen? Du musst dich da auch nicht stressen. Es gibt viele Frauen da draußen, deswegen sei einfach entspannt. Ja, du musst nicht anfangen, den Frauen hinterher zu laufen, nur weil sie dir sagen, oh mein Gott, sie sind sich nicht sicher. Ist doch okay, dann sind sie sich nicht sicher. Lernst du halt eine andere Frau kennen. Die kommt schon auf dich zu. Und oft geht es auch darum, dass die Frau sieht, hey, wie reagiert denn der Mann da drauf? Und es geht nicht darum, darauf so zu reagieren und ihr zu zeigen, hey, du bist mir scheißegal, von wegen, ja, ist mir doch egal, dann bäh. Sondern es geht einfach darum zu sagen, hey, pass auf, kann ich voll verstehen, wenn das du verwirrt bist, wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag Bescheid. Ansonsten ziehe ich mich erstmal zurück, so, nimm dir erstmal deine Zeit, überleg dir alles und melde dich dann, wenn du Lust hast und wenn nicht, dann ist es auch okay. So, einfach so, ganz entspannt. Ja, das ist keine Notwendigkeit, einen auf, oh, ich muss logisch mit ihr darüber diskutieren oder nein, ich muss sie jetzt überzeugen von irgendwas anderem. Sei einfach ganz entspannt. Du änderst das sowieso nicht, dass sie in dem Moment unsicher ist. Du änderst das nicht, dass sie in dem Moment dich herausgefordert hat. Geh spielerisch mit den Sachen um, geh entspannt mit den Sachen um und dann gibt es auch keine Shit-Tests und dann kannst du auch durch keine Shit-Tests durchfallen. Also wie gesagt, das Schlimmste, um es nochmal zusammenzufassen, was du machen kannst, ist, dass du dich rechtfertigst, dass du anfängst, rumzudiskutieren und sie logisch von irgendwas zu überzeugen. Das kannst du meistens vergessen, das ist nicht so besonders hilfreich.
und führt meistens zu mehr Problemen, als es hilft. Schön, dass du dabei warst. Hier am Donnerstag, am Samstag kommt ein ganz besonderes Video, in dem ich einfach mal über meine Geschichte reden möchte, wie so meine Entwicklung war vom Loser, um es mal so zu sagen, was auch nicht stimmt, aber wirst du Samstag erfahren, vom Anfänger zum Flirtcoach, wo ich jetzt bin an dieser Stelle. Super spannendes Video, bestimmt auch für dich. Am Samstag kommt das raus. Schön, dass du dabei warst. Du kannst hier unten in der Ecke nochmal dich eintragen fürs Online-Coaching. Dort kannst du mich abonnieren und da geht es zum letzten Video auf diesem Channel, wo es ums Thema Selbstwert steigern ging. Ein ganz, ganz wichtiges Video. Schau es dir einfach an, wenn du es noch nicht gesehen hast. Toll, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Samstag zu meinem exklusiven, sehr privaten Ich erzähle dir meine Geschichte-Video. Wäre schön, wenn du dabei bist und wir sehen uns Samstag. Bis dahin, ciao.